So, und dann sind wir wieder zurück. Diesmal auch mit offenem Fenster wieder. Ich hoffe mal, die machen draußen keinen Krach mehr. Und wir tappen direkt wieder ins Spiel rein. So ungefähr. Und, wo waren wir? Genau, hier. So, gespeichert haben wir. Wir speichern einfach mal nochmal. Oh. Bleiben Sie zurück. So, haben wir alle 7 Steine zurück? Ja. Sehr schön. Oha. Ah, die Tür ist das. Sehr geil. Scheiße, da kommst du nah. Ich wollte wenigstens noch die Steine wieder einsammeln. Na gut, mach was halt mit der Axt. Ist ja auch kein Problem. Hallo? Wo bleibst du jetzt? Geht doch. Okay. Sehr witziger Farbeffekt. Hier so ein komplett roter Streifen einfach. Sehr interessant. Oh, und wir leiden Hunger. Achso, wow. Okay, ein Apfel wiegt einen halben Pfund. Boah, doch. Da sollten wir wahrscheinlich die Äpfel doch eher essen als die Salami, weil die Salami haben eine bessere Dichte von Hunger, also von Sättigung zu Gewicht. Von daher sollten wir die dann besser aufheben. So, die Steine direkt wieder oben rein und direkt wieder speichern. Ich schätze mal, das war es noch lange nicht mit den ganzen Monstern. Wobei jetzt in dem Level definitiv mehr Monster sind als davor. Das heißt, es scheint jetzt tatsächlich mit den richtigen Levels loszugehen und das... Oha. Und die erste Map scheint wohl eher sowas wie so eine Tutorial-Map gewesen zu sein. Was ja nicht verkehrt ist. Wollt ihr denn... Wollt ihr gerade was aufheben? Okay, ich kann die also wahrscheinlich in so einer Werfanimation sogar abbrechen. Das ist natürlich nicht schlecht. Äpfel, yay! Was willst du denn bitte? Ein Spaten. Hey, komm, wir haben bereits eine Axt. Wir haben sogar noch eine Axt. Da brauchen wir nicht noch einen Spaten. Okay, hier ist gar nichts. Oh, hier ist noch so ein Schraubenschlüssel. As a requested from last week visit, I follow up the three main options. The community at Portaway always is still young, so unfortunately we do not have the requested equipment here. Most patients we got with similar conditions are usually referred to go back to the mainland for treatment. I understand you have a preference to stay. But fairly, this is all I can recommend. Okay, na dann. Immer gerne. What the fuck? Oh nein, es gibt doch wieder Geister. Okay. Die halten zum Glück extrem wenig aus, aber die machen halt leider auch ein bisschen Damage. Von daher. So, mal gucken, ob wir wieder was abschmeißen können, was wir nicht brauchen. Zum Beispiel leere Flaschen. Wobei, die können wir werfen. Ob das Sinn macht, ist eine andere Frage. Was ist das denn hier? Scrapped Metal. Duct Tape und Rack. Warum wird sie gerade lauter? Okay, wir gehört einfach nur zur Musik. Also zur Ambienz. Darauf machen. Oder habe ich das völlig falsch verstanden? Doch, genau, Duct Tape und Rag. Ich dachte, daraus machen wir Splitterbomben.
Ah, okay. Das ist eine, kann man auch als, direkt als Waffe benutzen. Aber ganz ehrlich, 42 Angriff ist nicht viel mehr als das hier. Und wir haben auch wieder keinen Sekundärangriff. Lassen wir also. So, mit Scrap Metal können wir nichts anderes machen. Gut, die können wir es auch hier lassen. Ich dachte, wir können daraus auch Nagelbomben machen. Oder war das was anderes? Ach so, da haben wir denn auch eine Nagelbox. Okay. Nichts gesagt. Ja, wie gesagt, da kann das Ding da liegen bleiben. Braucht die keine Sau. Oha. Alter. Lad doch mal auf. Und jetzt... Was? Och ja, ich hatte ja die Flaschen ausgewählt. Ha. Okay, die Flaschen machen also definitiv mehr Damage als die Steine. Gehen aber dafür auch natürlich wieder kaputt. Ganz klar. Ich meine, sein Kopf ist ja auch aus Stahl. Oh Gott, noch einer. Da ist ein Tor. Bitte bleiben Sie zurück. Okay, ich brauche 6 Steine plus ein Hieb von der Axt. Da ist noch einer? Ja, da ist noch einer. Alter. Okay, jetzt haben wir nur 4 gebraucht. Oh, unser Health ist ganz schön ausgeheftet. Habe ich da noch eine? Nee, lohnt sich eigentlich nicht. Okay. Ah. Ah. Noch mehr? Hallo? Nö. Gut, 3 Gegner besiegt. Direkt mal speichern. Schere brauchen wir nicht. Energy Twin Stem Pack. Wir haben schon wieder ein paar Wags. Können wir wieder mit Wodka kombinieren. Was bist du? Dirty Water brauchen wir auch nicht. Wir brauchen nur Wodka. Wodka, Wodka. Danke. Achso, die andere hat er direkt wieder zurückgepackt. Boah. Ansonsten ganz in Ordnung. So. Ach du Scheiße. Nein, er will werfen. Oh, Alter. Er wollte werfen. Haha. Oh, er hat das fallen lassen. Ah, komm her. Hab den Bock jetzt, Steine zu werfen. Dirty Water. Ich dachte wenigstens Wodka oder sowas, ganz ehrlich. Okay. Okay, hier ist also nichts zu machen, da kamen einfach nur die Viecher her. Voll kreativ und so. Oh, ich will das haben. Da ist ein Medikit. So, ansonsten, ja, ist noch eine Kiste. 2x Duct Tape, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob wir so viel Duct Tape überhaupt brauchen werden. Hm. Salami. Was brauchen wir alles Duct Tape? Eigentlich nur für Nagelbomben? Und da haben wir noch nichts. Wir haben wieder haben wir irgendwas Explosives, noch haben wir eine Nailbomb. Aber ganz ehrlich, Duct Tape finden wir relativ häufig, von daher würde ich fast mal sagen, weg damit. Genauso wie diesen Woodkleber. Woodkleber, klar. Diesen Holzkleber. Oder Woodglue auf Englisch. 14, also 15 Pfund. Wisst ihr was? Ich würde fast sagen, brauchen wir nicht. Weg damit. Ich meine, wir haben eine Axt. Wir haben noch eine Axt zu liegen. Und wir haben nicht mal einen Holzstab. Ich meine, gut, einen kann ich aber mitnehmen.
Wie geht das? Rechtsklick? Was? Ich habe nur einmal rechts geklickt und er hat zweimal geteilt. Interessant. So, einmal reicht vollkommen aus. Das können wir hier einfach liegen lassen. Ah. Ja, haben wir direkt wieder Duct Tape. War das auch Duct Tape? Ja, war auch wieder Duct Tape. Ja, also Duct Tape können wir echt liegen lassen. Wenn wir es brauchen, finden wir das definitiv. Das müssen wir nicht extra rumschleppen. Was? Diese Geräusche immer hier überall. Oh. Schöne Tabletten. Mm. Siehst du schon wieder Duct Tape, Alter? Wir brauchen die Kisten gar nicht mehr kaputt machen. Irgendwie was Sinnvolles. Okay, die müssen wir kaputt machen. Irgendwie was Sinnvolles finden darin tun wir eh nicht. Komm, ich lass die Kisten einfach mal Kisten sein. Verschwendet bloß Zeit. Dafür, dass eh meistens nur Duct Tape drin ist. Oh oh, Quick Save. Das speichern wir auch mal. Oha. Ja, ja, die komischen Geräusche werden auch immer lauter hier. Oh nein. Oh, jetzt kommt hier wieder wie ein Trauma hoch. Oh Gott. Oh nein. Okay, ich glaube, ich beende das Let's Play an dieser Stelle. Gibt es hier was Besonderes? Hört ihr auch nicht? Komm, leck mich. Aber wie gesagt, Kisten kaputt machen. Ich weiß nicht, irgendwie scheint das nicht sehr lukrativ zu sein. Aber wir haben schon wieder Kleber. Gut, den können wir auch direkt wegwerfen. Ah, okay, also wenn man mehrere Items hat, kann man die mit Rechtsklick teilen. Aber wenn man nur einen hat, dann wird es mit Rechtsklick quasi direkt weggeworfen. Also fallen gelassen. Das ist natürlich nicht schlecht. Äpfel gesnackt. Da kommen wir natürlich nicht rein. Hier kommen wir noch nicht rein. Ah, super, das heißt der einzige Weg. Achso, das Blut hat hier untertropft. Ja, der einzige Weg. Oh scheiße. Oh Gott. Die Stelle, die wird jetzt echt spaßig. Ja, ich weiß jetzt nicht genau. Ja, ist genauso wie früher. Mach dich spinnen. Das sind alles Feinde. Wenn wir denen zu nahe kommen, wachen sie auf. Oh Gott, sind überall welche. Oh scheiße, ich kann mich nicht. Leck mich doch. Oh scheiße. Ja, komm, leck mich. Die kleben einen am Boden fest. Was zur Hölle? Die kleben einen einfach am Boden fest. Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? Das ist was. Okay, zum Glück werden sie nicht direkt wach, sondern man kann sich relativ weit nähern. So, wo geht's hier unten lang? Okay, es ist gar nicht mehr so schlimm, wie es früher war, weil früher hat man hier auch extrem Verstrahlung bekommen. Da ging die Radiation ging extrem hoch. In dem gesamten Bereich hier. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Oh Gott.
Okay. Was? Nee. Ja, nee. Also hier geht's auch nicht lang. Ja. Dann bleibt uns jetzt. Oh, achso, das habe ich schon gespeichert. Ich komme also nicht mehr hoch. Alter, wie soll man denn das machen, bitte? Wo sind meine Dinger? Okay, also einmal mit einem heftigen Schlag und dann nochmal so einen leichten Schlag hinterher. Das scheint zu funktionieren. Die Frage ist, muss ich jetzt echt alle erledigen? Hey, es funktioniert relativ gut. Cool. Dann machen wir das auch mal so. Okay, funktioniert leider nicht immer. Die Frage ist, laden wir denn jedes Mal neu oder nehmen wir das einfach so hin, dass es so ist? Ah, scheiße. Oh Gott. Alter, wie viel Damage machen die bitte? Wie viel fucking Damage machen die denn? Können wir nicht einfach ignorieren? Einfach nach Hause gehen? Wisst ihr was? Wir müssen ja wahrscheinlich da hinten hin. So habe ich das in Erinnerung. Da, wo man die Einfälle sieht, da hinten. Da müssen wir, glaube ich, hin. Und das Geile ist, ich versuche mal, die hier zu töten. So, weil hier können die Spinnen nämlich nicht durch. Dann habe ich mich jetzt einen kleinen Trick. Hoffentlich funktioniert das so, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle. Können wir die alle mit einmal aufwecken? Was ist eigentlich dafür mit dem Schalter? Was zur Hölle? Sind die alle wach? Was zur Hölle? Okay. So kann man die also alle aufwecken. Lagte sie jetzt am Schalter oder einfach nur, dass ich allgemein da war? Und jetzt geht hier einer rum? Ja, doch, die kommen rum. Ah, fuck. Ach, Mist. Hä? Wo bin ich denn hängen geblieben? Ach, Mann. Okay, ich klappt also nicht. Scheiße. Ich wollte nämlich alle denn hier hinlocken. Da hätte ich da hinten quasi einmal rumrennen können und dran vorbeigehen können. Aber das Problem ist, die kommen halt hier auch überall durch. Ich hatte gehofft, dass die hier nicht durch können. Das Witzige ist, wenn ich da hingehe, wachen sie alle mit einmal auf. Das ist natürlich nicht so schön. Das heißt, ich muss die alle einzeln abfrühstücken. Wie gesagt, wenigstens kriege ich keine Verstrahlung mehr, das war ja früher immer so. Das heißt, ich kann mich hier zum Glück Zeit lassen. Auch wenn ich am Verbluten bin. Hä? Was zur Hölle? Eigentlich wollte ich Stich benutzen. Noch eine. Reicht das schon aus? Ah, sogar Schalter. What the fuck? Bleiben die weg? Hä? Super geht. Ja. Okay, es ist hier tatsächlich doch wirklich schwieriger, als es damals war. Entweder habe ich einfach nur falsche Erinnerung oder die haben es tatsächlich hier auch nochmal überarbeitet.
was naheliegend ist, weil wie gesagt, früher hat man hier auch Verstrahlung bekommen. Und das haben wir jetzt auch überarbeitet. Das heißt, ich muss hier definitiv erstmal aufräumen. Ach hier. Gut, allerdings ist es hier ganz schön verwinkelt. Ich kann also jetzt sogar relativ gut aufräumen. Wow. Nein! Was? Oh, Alter. Oh Gott, mein Leben ist fast runter. Ah, nee, das war verkackt. Ich weiß aber gerade gar nicht, warum. Ich habe doch getroffen gehabt. Wo jetzt? Wo bin ich jetzt gerade überhaupt? Ach so, ja. Schon wieder? Wieso klappt mein zweiter Treffer nicht? Mach ich gerade etwas falsch? Geht doch. Verstehe ich nicht. Okay. Also entweder stelle ich mich einfach dumm an oder das Kampfsystem ist noch nicht ganz ausgereift. So, okay. Dann kann ich jetzt den Schalter aktivieren. Und muss direkt das Ding hier umlegen. Kommt da jemand durch? Ich hoffe nicht. Nö, scheinbar nicht. So, was ist jetzt hier? Noch ein Messer? Tatsächlich. Nee, noch ein Messer brauchen wir nicht. Tabletten, ein Medikit, Schlüssel, eine Lanze oder Stab für diesen Scheiß, ein Hammerkopf, na gut, Hammerkopf brauchen wir eigentlich gar nicht. Getränk, noch eine Dose. Hoffen wir, dass wir Scheiße bekommen. Oh! Na gut. Ja, nee, ist schwächer als unsere Axt, von daher lassen wir das mal. Wir haben ein Gott, wer ist das denn auf Deutsch? Schmiedehammer? Irgendwie so? Oder war das andere Ding auch ein Schmiedehammerkopf? Nee, war ein normaler Hammer. Ist das ein Unterschied? Wir lassen es einfach mal. Ah, Miller's Donuts. Sehr schön. Dann haben wir noch ein gutes Brot. Und wir haben Component MK2. Oh, und wir haben zweimal Schrotmunition. Na gut, das Ding kann direkt weg. Da können wir mal gucken. Ah, genau, hier. Ich dachte, wir hätten diese Spritzen abgelegt. Haben wir aber gar nicht. Magical Drug. Oh. Füllt Leben auf, reduziert Blutung, reduziert Schmerzen durch Verstrahlung. Und es ist sehr hungerstillend. Also sättigend, sagt man auch auf Deutsch. Für die, die Deutsch können. nehmen wir das? Machen wir das? Ja, komm doch. Achso, halt nein. Bleibt da oben. Hier unten kommen nur Sachen hin, die kein Gewicht haben. Also sowas hier zum Beispiel. So. Da können wir mal direkt speichern. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken. Achso, kommen wir hier raus. Ach du Scheiße. Lass mich durch. Ich wollte. Hä? Boah, Alter, ich kann ja gar nicht mehr laufen. Oh, Alter, nein. Ich häng schon wieder fest. Fuck. Oh, fick dich doch. Was zur Hölle? Da fällt man hier runter und wird direkt angegriffen. Moment mal, kann man hier. Kann ich hier irgendwie an? Nein, nee, wie denn? Ich kann höchstens Steine werfen. Ha! Oh Gott, halt, also ich muss schnell sein. Oh, Alter, ich hasse so eine Teile. Oh ne, ich schenke schon wieder. Ja, ich kann mich gar nicht bewegen. Wie soll man denn hier bitte schon nicht getroffen werden? Das geht doch gar nicht. Wollt ihr mich verarschen? Wenn ja, könnt ihr das selber machen. Also euch. Lauf, springt doch!
Boah, Alter. Oh, ich hasse solche Stellen. Oh, hier waren wir doch gerade. Kommen die jetzt weiter? Kommen die durch? Ich hoffe nicht. Ne, die kommen nicht durch. Kann ich die abwerfen? Oh, schon weg. Oh, Alter, dass man mit gezogener Waffe nur so ultra langsam ist. Gott. Alter, treff doch. Treff doch wenigstens mal oder versuch wenigstens zu treffen. Na super. Noch voll daneben. Scheiß die Wand an. Naja, nee, keine Chance. Mann, ich wollte da hinten die ganzen Items noch aufsammeln, die da hinten rumliegen, aber guck mal an, die Spinnen kommen nicht vorbei. Die Spinnen sind einfach zu mächtig. Keine Ahnung, ob es irgendeinen Trick gibt, die zu besiegen, aber das Problem ist halt, die kleben halt einem fest. Und wenn die halt ein festgeklebt haben, kann man sich nicht mehr bewegen. Und dann schweißen die einem noch mehr zu. Das heißt, sobald man einmal getroffen ist von dem Kleber, ist man tot. Das kannst du vergessen. Und sowas wie Molotow-Cocktails oder sowas haben wir leider nicht. Wir haben nur unsere Steine. Und die bringen relativ wenig. Na gut, kriege ich später auch noch eine Schrotflinte. Da haben wir immerhin schon zwei Schuss. Hoffentlich ist die Schrotflinte schon geladen, wenn wir sie bekommen. Ich versuch's noch einmal. Erstmal mit Stein. Ja, der erste direkt wieder verkackt. Kann es sein, dass die Steine nicht immer in die Mitte schießen, sondern immer ein bisschen quasi, ne, sowas wie eine Schussungenauigkeit? Haha, voll daneben. Na scheiße. Jetzt ist er auch noch im Rennmodus, kann ich ja, wie hinterhältig, jetzt kann ich ja gar nicht mehr angreifen hier. Ist das eine Kacke? Ja, und schon klebe ich wieder fest. Beide besiegt? Ich habe beide besiegt. Bin ich gut oder was? Aber ich habe auch ganz schön viel, ich hätte gleich das Ding benutzen sollen. Das Ding versucht jetzt wieder ganz schön viel, verursacht wieder ganz schön viel Hunger. Andererseits füllt das Ding auch Hunger. Ah ne, füllt Hunger nicht auf. Was? Aber das Ding füllt Hunger auf. Weißt du was? Ich mach das mal. Was? Benutzen bitte. So. Okay. Was? Oh. Komm ich hier rein? Nee. Aber sieht hier so aus. Das ist ein richtiger Raum noch. Oh, ich muss gerade die ganze Zeit meine Waffe. Upsala. Komm ich da rein? Och nein. Okay. Okay, die halten zum Glück extrem wenig aus. Man muss die aber halt auf Distanz halten. Das ist echt leichter gesagt als getan. Ach so, ich habe die Tür öffnet. Schließt das Ding hier, dass da keiner reinkommt. Aber scheinbar nicht. Eine Dose.
ja überall weiter. Ich dachte, ich komme irgendwie in den Raum rein. Alter, da liegt so viel Zeug. Ich will da hin. Aber sehe ich irgendwas? Ich hasse Secrets. Okay, dann liegt auch was. Ah, scheiße. Hab die zu spät gesehen. Ich hatte schon vermutet, dass da eine Spinne ist, aber ich hatte gehofft, dass wenn ich eine sehe, die Entfernung zu ihr ausreicht, dass sie nicht wach wird. Aber die ist leider so platziert, dass sobald man sie sieht, sie auch wach wird. Gut, andererseits kann ich sie auch einfach mit Stein abwerfen. Guck doch mal! Alter, zwei Steine sind einfach durchgeflogen. Was ist denn das für ein dick Move? Oh, Alter. Okay, das heißt, es ist wirklich so, wenn ich nicht treffe, liegt das nicht unbedingt an mir, sondern das Kampfsystem ignoriert teilweise manche Treffer. Das ist natürlich dann doch ein bisschen kacke. Was? Und das noch eins? Eigentlich dürfte ich keins der weg haben hier. Weil ich sehe auch keins. Oh. Secret Founded. Quasi eine Fauna Edition. Okay. Ja, ich weiß, ich wollte die Kiste nicht mehr aufmachen, aber. Oh! Ist das dieser legendäre besagte Holz? Ja, ein Holzstab. Geil, jetzt können wir also tatsächlich eine Axt reparieren. Mit ein bisschen Holzkleber und dem Ding. Sehr schön. So, hinten geht es sogar weiter. Ach ja, stimmt, ist doch noch gar nicht der Raum, wo ich eigentlich hin wollte. Hier geht es tatsächlich noch. Ah, das ist hier der Raum, den ich gesehen habe. Was ist das denn? Eine Axt? Jo, leck mich am Arsch. Das ist eine Axt? Wie viel Damage? Oh nein. Wie viel Damage macht die denn bitte? Holzkleber. Was? Oh, da braucht man eine spezielle Axt. Einen speziellen Holzstab. Scheiße. Scheiße, jemand dann. Na gut. Was ist das? Gucken wir gleich nach. Erstmal will ich alles aufmachen. Jetzt. Oh, noch ein Stab. So, das war's aber, ne? Okay. Was zur Hölle? Oh, ein Campingkocher. Oh, wie geil ist das denn bitte? Damit können wir die ganzen Sachen hier backen. Okay, das ist nicht schlecht. Wiegt leider 20 Pfund, ist also nicht gerade das Leichteste. Apropos, oh Alter, wir sind fast voll. Merke ich gerade mal so. Tja, ich weiß nicht, ob ich das bereuen werde, aber ganz ehrlich, wir haben hier so viele Lebensmittel, die wir so finden. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Ich würde das Ding fast sogar hier lassen. Aber ich werde das garantiert auch bereuen, wenn ich das jetzt mache. Denn wenn jetzt hier so ein Ding rumliegt, dann heißt das, dass wir das Ding auch später brauchen werden. Obwohl, andererseits, so rein logisch gedacht, ich meine, das Ding war ja in einem Secret. Und ein Secret ist nicht unbedingt dazu gedacht, dass man das zwangsweise braucht. Das heißt, ganz ehrlich, das Ding ist groß, das Ding ist schwer. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wir finden ja später auch noch eine Waffe. Ne, unsere Shotgun. Und die wird dann auch schwer. Wir müssen also wirklich langsam drauf achten, weil wir haben jetzt schon 150 Kilo. Wir laufen früher oder später voll. Deswegen, wir müssen irgendwie anfangen, ein bisschen Management zu betreiben. Ich würde auch das Ding hier fast liegen lassen. Wenn ich nur wüsste, wie viel Schaden das Ding macht, wenn es fertig ist.
Ich würde mal sagen, ganz ehrlich, komm, das Ding lasse ich da. Das Ding lasse ich da. Wir haben einmal reparieren von unserer Axt. Wir haben noch eine Axt liegen. Bleiben also auch erstmal bei der Axt. Ansonsten haben wir hier noch so, ah, siehst du, wir haben hier noch so einen Smashhammer. Da wollten wir noch gucken. Genau. Ah, das Ding können wir sogar bauen. Das ist ja geil. Oh. Okay, das Ding ist definitiv kein normaler Hammer. Das Ding ist ja viel krasser. Okay, das ist heftig. Gut, Planänderung. Das Ding macht 30 und 90 und das Ding macht fast 30 und 140. Okay, nehmen wir, auf jeden Fall. Dann kommst du tatsächlich weg. Das klingt echt nicht schlecht. Dann brauchen wir auch fast das Rohr nicht mehr, oder? 28, 80. Ich würde fast das Rohr auch wegwerfen. So, dann haben wir noch mal diesen einen Holzstab, den nehme ich tatsächlich mit. Dann haben wir jetzt so einen Smashhammer und können den nämlich auch reparieren. Ich denke mal, das macht wesentlich mehr Sinn. So, die Frage ist, wo kommen wir jetzt hier wieder raus? Kommen wir eigentlich hier auch in den einen kleinen Raum, den wir gesehen haben? Da war ja noch so ein kleiner Raum irgendwo, ne? Halt, okay. Die Dinger hier hinten haben eine wesentlich weitere Range. Alter, wie die Steine einfach durch das Ding durchfliegen. Okay, das ist hässlich. Oh Mann, Alter. Bin ich einfach zu weit weg? Oh. Sind. Oh, was ist das denn hier? Ist ja gar nicht das, wo ich dachte, dass wir gerade sind. Wieso sind wir hier gerade? Wo zum Kuckucksklan? Lugern wir hier bitte gerade rum? Ich habe gerade die Orientierung verloren. Ich dachte, das ist die Stelle, wo wir hier runterfallen irgendwo. Okay, kommen wir auch nicht durch. Genau, von hier kommen wir jetzt gerade eben. Na gut, komm, verlassen wir einfach diesen tristen Ort. Ist mir gerade ein wenig zu kompliziert. Uh-oh. So, dann können wir ja mal unseren neuen Smashhammer hier ausprobieren. Mal gucken, wie viel Damage der macht. Okay. Der hat eine Spritze fallen lassen. Was ein geiler Dude. Aber klar, dass noch einer kommt. Ja, nee, ist klar. Hä? Scheiße, ich habe die Stelle nicht mehr ausgewählt. Ich wollte jetzt gerade eigentlich mit Stein abwerfen, aber dazu müssten die natürlich auch hier oben drin sein. Ja. So, wo kommen wir hier jetzt überall hin? Da ist noch ein Medikit. Hier sind Kisten, die wir in Ruhe lassen können. Ah, hier ist das Ding, wo am Anfang war mit, kann nicht von der anderen Seite, also kann nur von der anderen Seite geöffnet werden. So, und hier. War wir nicht gerade schon? Ah, nee, ist ein anderer Ort. Oh. Echt? Will never be the
Das sieht mir hier eher wie so ein Industriegebiet aus. Warum sollte das schon ein Industriegebiet Paradies gewesen sein? Kann ich mir jetzt gerade nicht wirklich vorstellen. Achso, sind leere Flaschen. Ah, komm, gehen wir trotzdem mit. Die machen ja schon viel Damage. Gehen wir erst da lang oder erst da lang? Da liegt noch was. Oh, da geht's nach draußen. Ach, schon wieder so ein Stab. Ne, komm, den können wir hier lassen. Brauchen wir nicht. Gut, dann gehen wir doch erstmal in die andere Richtung. Aber da scheint es dann tatsächlich rauszugehen. Und rausgehen ist ja meistens etwas, was ein bisschen komplexer wird. Oh Gott! Was? Ja, wo ist denn der hin? Habe ich ihn doch getroffen? Oh, da ist noch einer. Stimmt, ich habe die Glasflaschen dabei. Müsste das nicht ein One-Hit sein? Doch, ist ein One-Hit. Lol. Na komm her. Jawoll. Ist hier noch einer? Oh ja, da hinten dürfen wir was. Eine Flasche haben wir noch. Ach, eine Spinne. Ist sie weg? Ja, sie ist weg. Sehr schön. Okay, wir haben gerade noch ein Rohr bekommen. Rohrpost. Brauchen wir leider nicht mehr. Du kommst noch da oben. Wir haben 5 Medikits. Das ist sehr schön tatsächlich. Wir haben einen Schlüssel. Ah ja, Miller Stowell. Stimmt, da waren wir immer noch nicht. Ah, unser Smash Hammer, Alter. Das Ding ist geil. So, ihr kommt wieder weg. Ich glaube nicht, dass ich euch jemals brauche. Genauso wie du wegkommst. Du kannst ehrlich gesagt auch weg. Messer. Brauchen wir ein Messer? Nein. Weg damit. So, das ist wie gesagt die Sachen, die wir brauchen zum Reparieren unserer Waffe. Der Smash Hammer. Ach, was können wir trotzdem hier oben lassen? Ist ja auch egal. Oh, wir haben einmal. Ist das Thunfisch? Ja! Eine fucking Thunfischdose. So, achso, genau. Hier geht es jetzt nirgendwo weiter. Gut, dann gehen wir mal dahin, wo die Geister herkamen. Oh, ich habe gerade eine Spinne gesehen. Gut, Steine haben wir ausgewählt. Was? Alter. Ja. Ich wollte gerade direkt, als er ausgeholt hat, wollte ich direkt nochmal Rechtsklick drücken, aber da war meine Stamina noch gar nicht aufgeladen. Dadurch hat er auch die Waffe nicht aufgeladen. Also diesen Aufladen ist echt ein bisschen kompliziert. Fuck. Okay, also ein One-Hit funktioniert an sich. Ich muss den nur direkt treffen. Das Problem ist halt, wenn ich meine Waffe auflade, bin ich halt ultra langsam. Ich muss also erst zu ihm hingehen und kann dann erst meine Waffe aufladen. Ach, scheiße. Mann. Sprinten ist eine schlechte Idee. Der verliert wieder Stamina. Das ist kompliziert. Digga, ich hab doch locker getroffen. Alter. Geh doch. Meine Fresse. Also das mit dem Treffen ist echt so eine Sache. Vor allem, er trifft entweder komplett oder gar nicht. So zwischen den gibt's gar nicht für ihn. Gut, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal an der Stelle erstmal Folgenpause.
Folge schon lang genug. Bis dann.